Nicht nur für den Salmon Run gibt es downloadable Items, sondern auch für das Grand Festival Splatfest. Und zwar diese 7 Hüte hier, die ziemlich cool ausschauen. Und ein paar Banner, die halt dann für euer jeweiliges Team gedacht sind. Ja, auch hier einfach auf Splatoon 3 starten in diesem News Tab. Und dann kriegt ihr die Items. Und damit geht's weiter mit Splatoon 3 und diesmal wieder mit einer Online-Party, also die nächste Zeit werden wir wieder ein bisschen online spielen, weil wir diese ganzen Items mal ausprobieren und ich will heute mal diese Hörnchen da ausprobieren. So, das ist der Zukunftstag, hier ist der Present-Tag, den lege ich mal an und den Vergangenheitstag. Sehr gut, wir spielen heute ein bisschen Turmkommando und ich lege hier diese Ohren halt an. Passen nicht so ganz zu dieser Frisur. Wir schauen mal, ob ich da noch was anderes finde. Ja, die beiden ersten Frisuren der Octolinge, die passen ganz gut mit diesen Now or Never Hörnchen. Merkwürdiger Name, aber ich glaube, das ist ein Lied von irgendeiner Band, von irgendwelchen Idols hier in Splatoon. Und wir tragen natürlich auch das Freundschaftsband. Und ja, ich habe jetzt für die Hörnchen habe ich zu meckern und bei dem Freundschaftsband bin ich erstaunt. Denn schaut mal auf die Füße, wenn wir in der Farbe laufen, dann klebt da auch so ein bisschen Farbe an unseren Füßen dran. Aber bei den Hörnchen ist es halt so, wenn wir jetzt eine Ult halten und unser Kopf so leuchtet, leuchten leider die Hörnchen nicht mit. Das ist ein bisschen schade, weil, ja... Warum kann man es bei den Füßen machen und bei den Hörnchen funktioniert es dann halt nicht? Keine Ahnung, total merkwürdig. So, Sniper, okay. Kann ich mich da irgendwie reinschleichen? Ja, sehr gut, sehr gut. Turm gehört zwar denen, aber ich glaube, es ist wichtig, wenn die Wand da zerbricht. So, und jetzt ein bisschen Ult nach vorne. Doppelsprung ist ein bisschen gefährlich. Mhm. Habe ich, glaube ich, immer falsch eingesetzt. Auf dem Turm drauf, aber eigentlich muss man nur in der Gegend sein. Dann ist dieser Radius schon echt krass. Ja, was haltet ihr von diesen 7 Hüten? Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber repräsentieren die alle Idols? Also jeder Hut gehört irgendeinem Idol. Kann es sein? Dann tragen wir gerade Aolis Frisur, oder? Die aus Splatoon 1. Naja, ich weiß es nicht. Es gibt auch diesen... Ja, oder es sind... Ah, nee, oder die sind angelehnt an die... Ja, doch, doch, doch. Die sind schon angelehnt an diese Idols. Aber aus ihrer Grand Festival... Bekleidung oder Kostüm. Weil es gibt ja auch diese Stacheln da, die man auf dem Kopf haben kann. Aber ich weiß gerade nicht, wer die trägt. Es gibt 2 Personen, die mit diesen Stacheln auftreten. Aber das hier ist bestimmt... Mit Sicherheit Aolis Frisur halt. Ja, dann schaue ich das mal fürs nächste Mal nach. Dieser Captain Hut, der kommt sicher von Perla. Das weiß ich. Was trägt denn Marina? Und wie wusste der, dass ich hier bin? Naja, ich muss mir das Bild nochmal anschauen. Ich hab's ja auch auf dem Thumbnail drauf. Ich glaub, bei der Splatfest-Ankündigung. Oder bei der Big Run-Ankündigung, genau. Kam ja aus dem Nix, dass der Big Run auch nochmal stattfindet. Einige von euch waren auch ein bisschen verwirrt. Nein, die finden natürlich nicht das gleiche Wochenende statt. Dieses Wochenende ist der Big Run. Und nächstes Wochenende feiern wir das Grand Festival. Sollten wir die Stage retten. So. Ehre schon mal gerettet. Mit einem Win. Und alle mit ihren Now or Never Hörnchen. Cute.
So, kleine Korrektur. Denn das sind nicht Aulis Hörner, sondern Perlas. Aoli trägt diese Stacheln. Limone hat die Krone. Perla, das hatte, da hatte ich recht, diese Kapitänsmütze. Bei Marina sind es die Ohrringe, die stacheligen Ohrringe. Und dann haben wir Mako, Muri, nee, Quatsch, Mako, sorry. Mako mit diesem, ja, ich weiß nicht, diesem silbernen Kopfschmuck da. Muri mit den Hörner und Mantaro trägt nochmal diese Muschelkrone. Also, dieses Muschelhaarband. Die Krone ist halt von Limone. Oh, war das jetzt schwer, alle Namen auf Deutsch zu benennen. Oh Mann. Ah, dann wissen wir es ja. Ja, bleiben wir kurz auf Distanz. Wie sieht's aus? Wir sind 3 Punkte im Rückstand. Und ich habe nie Tinte. Okay, immerhin jemand down gekriegt. Noch jemand? Wollte alle 3 noch spammen, bevor ich sterbe. Aber es ist natürlich auch niemand da, der jetzt noch lebt. Na gut, wir können das zurückkämpfen. Das ist nicht das Problem. Nur die Checkpoints, die dürfen halt nicht so leicht weggegeben werden. Und jetzt ist unser gesamtes Team sogar down. Ja, dann wird's halt knackig. Meine Würfe sind aber auch so schlecht, ne? Oh, eine Booyah-Bomb kommt jetzt genau richtig. Kurz vor Schluss. Dann fahren wir mal mit dem Turm wieder zurück. Die haben auch noch einen Checkpoint vor ihnen. Okay, also so ganz verloren sind wir dann noch nicht. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen aufholen. Das ist ganz klar. Ah, da kommt jetzt jemand hoch mit einem Pinsel. Oder doch nicht. Ah, verdammt. Und wieder ausgelöscht. Wie kann das sein? Okay. Bin doch mal aus dem Radius rausgekommen, aber ich müsste ihn halt auch treffen. Ach Gott. Ja, ne. Wir kommen da nicht durch. Ich weiß nicht. Die sind einfach besser. Okay, die Ult könnte vielleicht ein bisschen aufräumen. Genau, 2 raus. Aber was macht mein Teammate da? Warum springt er denn nicht auf den Turm? Ja, das wird unmöglich. Oh, da ist schon Ziel. Oh mein Gott, was ist das, eine Scheißparty. Damn. Aber gut. Lol, was hat der denn für Schuhe da an? Wo kommen die denn her? Das ist ja cool. Gut, versuchen wir es jetzt besser zu machen. Und nochmal einen Win rausholen. Aha. Dauert wieder ein bisschen länger. Bisschen sass. Aber kommt doch noch ein Match zustande. Okay. Ja gut, dann auf in die Schlacht. Auf zum Turm. Und dann versuchen wir mal jetzt nicht zu sterben. Oder nicht unnötig den Turm herzugeben. So. Booyah-Bomb kommt schon gut, aber man muss halt zuerst
definitiv ein bisschen da das gegnerische Team ausschalten, bevor man den Turm zum ersten Mal betritt. So, die Ult, die kann jetzt schön überraschen, weil ich sehe ja, wo die Gegner stehen. Mega wichtig. Und das war ein guter Durchbruch. Da haben wir unsere Ults gut kombiniert, wobei die Gegner jetzt auch mit ihren Ults rausrücken. Und runter, genau. Dodgen. Und so haben wir den ersten Fight ziemlich gut überstanden. Bis dass die Tezuka kommt. Ja, ich würde aber jetzt nicht da reinspringen. Ich möchte einfach, ja genau, Booyah-Bomb abwarten. Die Rakete war auch gut geworfen vom Gegner. Und Booyah-Bomb hat gar nichts gebracht, Mann. Was ist denn das? Die hat einfach gar nichts gemacht. Na, hier geht gar nichts mehr, Mann. Komm, zurückkämpfen. Nicht die Motivation verlieren, das ist auch ein sehr, sehr schlechter... eine schlechte Angewohnheit. Okay, erstmal ausweichen, bald wieder Ult. Ult kann wieder für Überraschung sorgen. Habe ich jetzt die Schlüssel getroffen? An der die Dinger an die Schlüssel zu schießen, ist ziemlich geil, oder? Die ist übrigens fest, ne? Da kann man mit Spider-Man hoch. Voll witzig. War das ein guter Wurf? Nee, nicht wirklich. Schade. Als ob die halt nicht sterben, Mann. Ich sterbe, wenn ich nur 3 Kilometer davon wegstehe. Und die schauen quasi drauf. Und leben weiter. Ah, die Booyah-Bomb muss jetzt sitzen. Aber es kommt immer... Bei der Booyah-Bomb kommt ein Spam. Also sind die irgendwie ein Team? Es wirkt fast so. Als würden die halt miteinander kommunizieren. In irgendeinem Voice-Call. Eine Nintendo Switch Online-App, oder? Ja, und jetzt strugglen wir wieder. Wir kriegen nicht mal den ersten Checkpoint hin. Das ist, by the way, jetzt eine B-Lobby. Werde ja jedes Mal erneut auf A-Plus eingestuft, aber nee. Ich struggle ja schon bei B-. Na gut, dann gibt's nur einen Win heute. Hoffe, hat trotzdem Spaß gemacht. Daumen hoch für mehr. Und bis dann. Ciao.